geklingelt und haben in 10 Minuten das Haus verlassen. Ich habe Papiere mitgenommen und die Fotos meiner Kinder. Das kann man nicht beschreiben. Bei Alt-Jabel war ein Ferienlager von dem Feuer bedroht. 100 Kinder mussten das Lager vorzeitig verlassen. Und die Löscharbeiten sind gefährlich, denn auf dem Gebiet lag früher ein Truppenübungsplatz. Und darauf befinden sich heute noch 45 Tonnen Munition. Feuer. Man kann sich vorstellen, dass es immer wieder zu Explosionen kommt. Deswegen nochmal der Appell, in diesem Gebiet hat niemand etwas zu suchen. Dort besteht höchste Lebensgefahr. Deshalb darf sich die Feuerwehr dem Brandgebiet auch nur bis auf 1 Kilometer nähern. Brandenburg. Die Technik, die in Deutschland dafür zur Verfügung steht, also in solches Gebiet einzufahren, mit Technik, aber auch mit Personal, hält sich sehr in Grenzen. Das ist durchaus schwierig, da ist man nicht sonderlich glücklich drüber. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Bewegung seitens auch des Bundes gewünscht. Eigene Löschflugzeuge besitzt der Bund übrigens nicht und da die Feuerwehr keine eigenen Hubschrauber hat, sind jetzt die von Bundeswehr und Bundespolizei im Einsatz, um die Flammen von oben zu bekämpfen. Die Behörden vermuten Brandstiftung. Feuer in Brandenburg hat Jesus vorausgesagt. Die Chancen, die Brände unter Kontrolle zu bringen. Vor ungefähr 1 oder 1,5 Wochen, dass das wieder kommt. Ja, das Ende der Löscharbeiten, das ist hier noch nicht absehbar. Schon jetzt lässt sich aber sagen, dass der Einsatz hier in Mecklenburg-Vorpommern noch einige Tage andauern wird. Das hat Jesus vorausgesagt, als ich bei Manu war vor 1,5 Wochen ungefähr. Der aufgefrischt hat, der ist ein weiteres Problem, denn der ist wie eine Art Brandbeschleuniger. Zudem machen die windigen Bedingungen die Einsätze für die 4 Löschhubschrauber, die hier im Einsatz sind, sehr schwierig. Die Einsatzkräfte, die Feuerwehr, die konzentrieren sich momentan hauptsächlich darauf, die Ortschaften vor den Flammen zu schützen. Und so wie es nach dem aktuellen Stand der Dinge aussieht, müssen sich auch noch weitere Dörfer auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten. Bastian Vollmer, vielen Dank für diese Information. Am 26.06. Herr Brüssel, die Suche nach dem künftigen EU-Spitzenpersonal, die geht in die Brandenburg, Sachsen, Feuer, Waldbrände. EU-Staats- und Regierungschefs heute nicht einigen. Die Ursache ist schon viel, dass der Feuerdrachen da so ist, hat sogar noch mit Kriegen zu tun, die vor 1000 Jahren stattfanden. Das hat Manu gesehen durch Jesus Christus. Da muss eine große Auflösung stattfinden. Ruft Manuela, die kann sowas auflösen, dann sind da auch keine Brände mehr.